Wir da in der Oberpfalz, wir dulden keine Demokratur à la Franz Josef Strauß. Deshalb gab es in den 80er Jahren einen erbitterten Widerstand gegen die in Wackersdorf geplante atomare Wiederaufbereitungsanlage. Ja, freilich, Frau Luber, Hedwig. Ja, fragen Sie nur, Frau Luber. Wegen dem Atom konnte doch nichts passieren. Im Mittelpunkt steht der damalige Schwandorfer Landrat Hans Schuirer als Symbolfigur des Widerstands. Das Stück zeigt nach seiner anfänglichen Begeisterung die ersten Zweifel, als er die Baupläne mit dem hohen Kamin sieht. Und dann die Hetzjagd auf ihn, als er sich der Widerstandsbewegung anschloss. Sagt, 1989 kam das Aus für die WAA. Der heute 91-jährige Hans Schuirer verfolgte als Ehrengast die Aufführung. Er sieht Wackersdorf als Lehrstück. Es ist vielleicht eine Mahnung, eine Warnung. Gerade heute auch, wenn man den Krieg in Ukraine anschaut, mehr für die Demokratie zu tun. Denn nur in Demokratie ist so etwas möglich, was wir damals geleistet haben. Beifall für die Aufführung, aber auch für die WAA-Gegner von damals. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.